Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Train Fever. Ja, und ich freue mich, dass es endlich weitergeht. Wir haben ja unsere erste kleine Ressourcenbasis hier schon aufgebaut. Unser erstes kleines System. Und hier oben fährt schon quasi, hier fährt schon wieder der nächste los. Moment, der ist voll beladen und hier warten immer noch Güter. Vier, und da kommen aber auch schon wieder die nächsten. Das heißt, da können wir gleich noch eine Kutsche losschicken. Also da müssen wir wirklich hier, da brauchen wir gar nicht Zeit verschwenden. Pferdekutsche kaufen und Linie zuweisen, die grüne bitte, dankeschön. Und dann kann die nächste Kutsche auch gleich in Bewegung gehen und kann quasi das Holz hier nach unten transportieren. So, wie sieht es hier mit wartenden Gütern aus? Da ist aktuell noch nicht so viel, obwohl hier viele Güter auf Wanderschaft sind. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das sind nämlich Güter, die eigentlich uns gehören, die wir transportieren wollen, wofür wir Geld dafür kriegen, wenn wir diese transportieren. Deswegen kaufen wir mal hier auch noch so eine Pferdekutsche, warten ganz kurz, Moment, bis der da rausgefahren ist. So, bevor wir eine Linie zuweisen, der fährt jetzt weg. Und wenn der da vorne an der Ecke ist, hier diese Kutsche. So, Linie zuweisen, die blaue Linie. Sehr gut. So, der fährt jetzt los. Dann Straßenfahrzeug kaufen. Dann kaufen wir gleich noch eine. Das ist nämlich krass. So. Oh, jetzt wurde hier schon wieder Geld abgeliefert. Die blaue Linie kommt noch nicht so richtig in Schwung. Oh, hier machen wir auch schon wieder Plus mit unserer Buslinie. Ah, wer kommt hier? Ah, das ist die gelbe Linie. So, dann zuweisen, Linie 3. Okay, das heißt, wir haben auf Linie 3 und 2 jeweils 4 Kutschen. Und Linie 1 und 2 haben wir 2 Kutschen. So, wie sieht es hier aus? Hier können wir wahrscheinlich sogar auch noch eine vierte einsetzen. Eine Postkutsche, Linie zuweisen und zack. So, wunderbar. Weil unsere lieben Freunde, die sollen natürlich hier an den Bushaltestellen nicht warten. Nein, warten 3, okay, da warten schon 3 Leute. Wie viel warten hier? 9 Leute, eieiei. Okay, das heißt, wir könnten viel mehr Geld verdienen, wenn wir viel mehr Kutschen unterwegs hätten. Okay, ist ja kein Problem. So, Moment. Zack. Überlegen noch gerade, was machen wir als nächstes? Auf jeden Fall rollt schon mal der Rubel und das ist schon mal sehr gut. Wir müssen nämlich aufpassen, dass uns hier diese 3 Millionen, dass uns das nicht ausgeht. Dass wir quasi immer gut im Plus bleiben. Weil ihr seht ja, wir haben natürlich Unterhaltungskosten. Hier die für diese Kutschen. Moment. Finanzen. Betriebskosten. Zum Beispiel 1200. Im Jahr 1852 1253. Also 5000 ungefähr kostet so eine Kutsche Unterhaltung im Jahr. Wert 16.000. Ach ja, Betriebskosten. 5.114 pro Jahr. Okay. Okay. Sehr schön. Natürlich muss man auch dazu sagen, bekommen wir auch neue Fahrzeuge dazu. Umso fortgeschrittener wir quasi jetzt hier unten mit der Jahreszahl. Wir sind jetzt bei 1854. Das ist jetzt noch nicht so weit. Ich weiß gar nicht, wann wir gestartet haben. Ich glaube, wow, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe hier irgendwo eine Bushaltestelle hingebaut. Shit. War das die jetzt hier? Warte mal, Linie 4. Ja, da oben die war das, genau. Die müssen wir wieder abreißen hier. Zack, weg damit. Okay, super. So. Sehr gut. Okay, und jetzt rollt der Rubel. Oh, jetzt sind alle Linien im Plus. Das ist natürlich sensationell. Und die Linie hier, die Holzlinie, die lohnt sich richtig, richtig. Die lohnt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie sieht es jetzt hier aus? Wartend. Da sind schon wieder 2 Güter wartend. Da kommt schon die nächste Kutsche.
Aber es reisen immer noch einzelne Güter hier so alleine runter. Und das ist immer ein Zeichen, dass quasi noch nicht genügend Postkutschen unterwegs sind, dass man das quasi noch ausbauen kann. Hier zum Beispiel dasselbe. Fahrzeug kaufen. Kaufen. Linie grün. Okay, der fährt jetzt schon mal los. Weil hier oben, wie viel Watten jetzt hier? 17 Watten. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Okay. Ich will das mal nicht ganz so schnell laufen lassen. So reicht, denke ich, auch. Guck mal, jetzt hier machen sich schon wieder so viele Güter auf die Reise. Aber wieso machen sich die Holzstämme auf die Reise? Oh, Obergrenze 50. Okay, okay. Also das wurde wahrscheinlich ausgebaut, weil ich glaube, die Obergrenze war 25 gewesen. Also diese Produktion vergrößern sich auch. Bedarf 29, Produkt 31. Okay, okay, okay. Und hier haben wir... Boah, 14 Watten. Das ist ja Wahnsinn. Vergrößerung in 10 Monaten geplant. Ah, super. Dann wird das auch ausgebaut quasi. 14 Watten. Da können wir definitiv hier auch nochmal eine Kutsche auf die Reise schicken. Und zwar auch die Linie grün. So. Und hier wahrscheinlich dasselbe. Wie viel haben wir jetzt hier wartend? Okay. Dann... Ich baue mal hier auch noch ein Depot hin. Ganz einfach, weil ich es kann. Weil ich finde es irgendwie besser, wenn die Fahrzeuge gleich vom Depot aus starten. Eine Pferdekutsche kaufen. Jetzt müssen wir nochmal schauen. So. Weil hier kommt gerade eine. Holt jetzt quasi so ein Güter ab. Wie viel von diesen Gütern kann die transportieren? Güter 4. Und die hat jetzt 3 Stück drin, okay. Und fährt quasi wieder los. Aber ihr seht ja hier, die Güter wandern noch hier runter alleine. Und das ist die Sinn und Zweck der Sache. Das sind alles Güter, die wir noch transportieren könnten, wenn wir wollten. Und ja, so sieht es aktuell aus. So, nur die Holzlieferung. Da kommt Holz, da kommt Holz. Okay, der hat jetzt gerade aufgeladen und sind immer noch 7 wartend. Wahnsinn. So, das heißt, wir weisen den jetzt mal, Moment. Jetzt kommt hier wieder Holz angedüst. So. Kann man es auch mal angucken hier. Ich finde das richtig schön gemacht, diese Animation. So, ich habe keine Ahnung, wie lang der Part jetzt schon ist. Wieder vergessen, die Uhr zu stellen. Ach so, das Holz wandert jetzt quasi hier in das Sägewerk. Ah ja, alles klar. Zuweisen. Und zwar Linie blau. So. Das Holz ist jetzt hier reingewandert und wird quasi zu Gütern produziert. Sehr schön. Und wenn wir hier mal sehen, also wir machen richtig guten Profit in meinen Augen. Das läuft auf jeden Fall alles. Hier überall stehen die Leute und warten. Und warum stehen die Leute hier überall und warten? Weil wir wahrscheinlich zu wenig Kutschen haben. So, wo haben wir denn eine? Da fährt einer. Da fährt einer. Da fährt einer. So, einmal kaufen. Postkutsche. Und die schicken wir jetzt auch gleich auf den Weg auf Linie 4. Okay. So, wunderbar. Dann würde ich ganz gerne hier noch eine Buslinie erstellen. Und zwar habe ich mir das folgendermaßen gedacht. Bevor wir jetzt auch zu den Zügen übergehen, ne? Immer ruhig bleiben. So, machen wir auch noch. So, und zwar habe ich mir überlegt, wir könnten... Der fährt jetzt hier... Muss ich kurz schauen. So, dann
setzen wir hier eine Bushaltestelle hin. Und zwar hier. Setzen hier eine Bushaltestelle hin. Hier noch eine hin. Wartet mal. Wir setzen. Nee, wir setzen lieber. Moment, wir setzen hier noch eine hin. Die hier reißen wir ab. So. Okay, Moment, da kommt hier reingefahren. Zack, kommt hier rein. Fährt hier lang. Und dann soll er hier hochfahren. So. Dann soll er hier lang fahren. Das ist die falsche Seite, sehe ich gerade so. Muss nämlich auch aufpassen, auf welche Seite wir die setzen. Was ist das jetzt, hä? Okay. Nee, das wird nix. Fährt hier lang. Moment, fährt quasi hier rum, dann hier lang und dann fährt er hier runter. Setzen wir uns hier noch eine schöne hin. So. Und quasi hier noch eine. Wo die auch schwachsinnig ist hier unten. Lieber hier noch eine. Und dann fährt er hier weiter und wir setzen hier vorne noch eine hin. So, und dann müssten wir das Straßennetz hier etwas ausbauen. Moment. Okay, Moment, Moment. Kein Problem, haben wir eine Lösung. Und zwar, das reißen wir ab und bauen. Ganze quasi nach hier oben. So. Wunderbar. So, dann müssten wir jetzt eine zweite Route erstellen. Ich weiß zwar nicht, warum der den jetzt hier unten lang schickt. Aber ist eigentlich auch Wurst. Wir brauchen nur, Moment, hier so ein Depot. Müssen wir hier wieder hinbauen, hier unten. Das ist ganz wichtig. So. Und dann legen wir eine neue Route an. Und zwar neue Linie 1. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, eins, dann zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, super. Da hinten wohnt eh keiner, braucht kein Bus anhalten. Und dann haben wir jetzt schon mal diese Linie und diese Route. Und jetzt brauchen wir noch Fahrzeug. Okay, die Route haben wir jetzt. So, jetzt kaufen wir Fahrzeuge. Und zwar einmal Postkutsche kaufen. Unsere Linie zuweisen. Und los geht's. So, jetzt spüren wir ein bisschen vor. Bis der hier vorne an der Ecke ist. Kennt das ja. Kaufen wir schon mal die nächste.
So, kurz gewartet, Linie zuweisen, zack. Und dann fährt der nächste raus. Moment, ich wollte noch kaufen. Straßenfahrzeuge und noch eine Postkutsche. So. Das dürfte jetzt der hier sein. Ja, weil der ist durchgefahren. Linie zuweisen. Zack. Und noch eins bitte. Postkutsche kaufen. Und Moment, war das jetzt der hier? Gucken, ob er anhält von. Nein, der fährt auch durch. Linie zuweisen. Und zack. So, und da haben wir da auch noch vier Stück unterwegs. Wunderbar, so läuft's mit dem. Ah, so läuft das Geschäft. So, und da haben wir hier schon mal die ganzen Linien. Guckt euch das an. Der kommt quasi hier, fährt so, so, so. Naja, und alles wird gut. Bisschen chaotisch, aber passt auf jeden Fall. So, Holz scheint jetzt nicht mehr einfach hier nach unten zu wandern, aber Güter wandern, so wie es aussieht, hier einfach noch so nach unten. Okay, das heißt, für den Gütertransport könnten wir auf jeden Fall mehr Postkutschen einsetzen. Also wahrscheinlich maximal noch eine. Ah, es ist aber auch ein schönes kleines Spiel. Mich freut das. So. Okay, der hat jetzt auch geladen hier mit seiner Postkutsche. 3 von 4. Jetzt kommt wieder Holz. Zack, wieder 30.000 verdient. 3,3 Millionen sind wir schon wieder. Wunderbar, so läuft das Geschäft. So, und hier kommt schon wieder den nächsten Güter. Und der holt das auch schon wieder ab. Und dann kommt wahrscheinlich lange, lange... Doch, da kommt wieder einer. Und dann kommt aber lange... Da kommt auch schon wieder einer. Hm. Der fährt auch nach oben. Linie 3. Wir müssen Linie 3 trotzdem noch irgendjemand zuweisen. Moment. Zack. Straßenfahrzeug kaufen, Pferdekutsche kaufen. Und Linie 3. Okay. So, haben wir noch eins im Rennen, noch ein Pferd. Und dann passt das auf jeden Fall. So, wunderbar. Hier haben wir zwei Buslinien in unserem wunderschönen Örtlein. Dann haben wir, hier drüben haben wir auch noch eine Buslinie, da verdienen wir auch so unser Geld. Ihr seht ja, 60.000 hat er schon plus gemacht, das ist ja ganz ordentlich, das reicht auch erstmal. Und auf unseren Güterlinien hier, da machen wir auch plus. Hier machen wir auch sogar schon plus, wunderbar. So passt das. So passt das. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part erstmal. Ich habe keine Ahnung, wie lange er geworden ist. Ich hoffe einfach mal, dass das so halbwegs passt. Vielen, vielen Dank, meine lieben Freunde, fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich im nächsten Part wieder. Empfehlt das Video, wenn ihr es nur empfehlen könnt. Bewertet es positiv, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt. Schreibt mir nette Kommentare. Schreibt mir irgendwas, was wir noch machen könnten. Oder vielleicht mache ich auch irgendwas falsch oder habe es nicht verstanden. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir einfach. Ich finde, es sieht bis jetzt eigentlich ganz gut aus. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Bis dahin. Tschüss.